So, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von The Elder Scrolls Online mit Implight. Release ist jetzt gerade inoffiziell gewesen, das heißt, die Pre-Order-Leute durften jetzt das Spiel betreten. Und die ersten Fragen, die sich hier gleich aufgetan haben für viele, ist, wie funktioniert das überhaupt mit den Schatzkarten und den Schätzen? Darauf gehen wir heute ein und am Ende gehen wir dann nochmal überhaupt auf die einzelnen Bestandteile der Pre-Order-Pakete ein, was ihr wie machen müsst oder benutzen müsst, damit ihr dann eben den gesamten Inhalt genießen könnt. So, und all denjenigen, die eben dieses Pre-Order-Package nicht bekommen haben, sei an dieser Stelle auch gesagt, auch für euch gibt es hier ein paar Informationen, denn in dem gesamten Spiel kann man immer mal wieder Schatzkarten finden. Das heißt also, auch die Leute, die erst später mit The Elder Scrolls Online angefangen haben, werden in den Genuss des Schätzesuchens kommen. Ihr habt jetzt hier gerade eben gesehen, wie mein Charakter seine Tasche geöffnet hat. Da waren dann die Schatzkarten drin, die ich mit der Pre-Order Version bekommen habe. Die sind mir, als ich den Char erstellt habe, per Post zugeschickt worden. Und da hat man dann mehrere Behältnisse, in denen sich diese Karten befinden. Ich habe dann das Behältnis fürs Alt-Meridon Dominion geöffnet und habe mir die Schatzkarten rausgenommen, die ich haben wollte. Und habe dann ja für das Gebiet, in dem ich mich gerade befinde, die entsprechende Karte rausgesucht. Und ihr könnt das jetzt hier auch an der Karte sehen. Und zwar, die sehen dann so aus, das sind gemalte Bildchen. Und dann müsst ihr das Gebiet oder den Ort finden, das zu diesem gemalten Bild passt. So, ihr seht jetzt da im Hintergrund, ich habe ein halb versunkenes Schiff, ne? Da guckt eine Stange raus, sieht alles eigentlich schon ganz wunderbar aus, ist dann aber doch nicht wirklich das, wonach ich gesucht habe. Nur ein paar Details sind halt doch anders. Ich habe das hier zum ersten Mal mit den Schätzen gemacht und musste natürlich auch erstmal gucken. Der kleine Kerl, der hat uns da jetzt kurz gestört. Problem ist einfach, es gibt dann halt doch ein paar Sachen, wo man ziemlich genau darauf achten muss, sonst läuft man sich nämlich tot. Vor allen Dingen in diesem Fall, wo ich eben ein gesunkenes Schiff suchen musste hier an der Küste. Liegen überall gesunkene Schiffe. Da war ich schon ein wenig unterwegs und habe geguckt, wenn ich mir das aus verschiedenen Perspektiven angucke, ob es dann passt zu dem gemalten Bild. Ihr werdet jetzt aber gleich sehen, dass selbst da, wo ich die Position wechsle, dass es nicht passt. Da fehlt nämlich dann so ein Stein, der da im Wasser ist und solche Dinge. Und ich habe dann auch relativ schnell davon abgelassen. Dass ich jetzt hier nebenbei Erz abbaue, wundert euch nicht. Ich bin im Moment dabei, alles mitzunehmen, was ich irgendwo kriegen kann. Also entschuldigt bitte, dass ich da jetzt, während ich das aufgenommen habe, dann auch nochmal eben ganz schnell Erze farme. Kann man alles im Moment ganz gut gebrauchen. So, ich habe jetzt, glaube ich, auch gemerkt, dass das nicht so wirklich passt. Ich habe nochmal einmal das Schiff da hinten in den Hintergrund gepackt und es ist nicht identisch, es passt nicht zueinander. Auch hier vorne dieser Balken, der da im Wasser liegt und sowas, das fehlt hier an dieser Stelle alles. Der etwas größere Stein, der da zu sehen ist, fehlt an dieser Stelle. Gut, während ich jetzt hier diese Location noch weiter kontrolliere, kann ich euch ja mal sagen, was gestern zum Release gewesen ist. Der Server, der war um 12.30 Uhr schon oben und nicht um 13 Uhr. Ich habe mich dann eingeloggt, habe meinen ersten Charakter hier durch... Ah, jetzt haben wir hier eine ganz normale Schatzkiste, könnt ihr euch auch einmal angucken. Die kann man dann also öffnen, indem man Dietrich in der Tasche hat. Da drückt man dann die einzelnen Bolzen runter, bis sie anfangen zu wackeln. Und sobald sie anfangen zu wackeln, lässt man seinen Dietrich, seine Maustaste los und kann dann halt diese ganz normalen Schatzkisten öffnen. In der Regel sind da jetzt noch nicht so hochwertige Sachen drin, vor allen Dingen hier im Startgebiet. Trotz alledem lohnt es sich, sie zu öffnen. Einmal, um das zu üben, weil die Schatzkisten unterschiedliche Schwierigkeitsgrade haben. Da hinten ist noch eine, die werde ich jetzt gleich auch öffnen. Das heißt also, je schwieriger eine Schatzkiste zu öffnen ist, desto schneller läuft die Zeit runter, in der ich diese Schatzkiste überhaupt öffnen kann. Ihr seht da unten diesen blauen Balken, der läuft langsam zurück und wenn der zurückgelaufen ist, ist der Versuch fehlgeschlagen, wenn ich bis dahin die einzelnen Bolzen nicht in die richtige Position gebracht habe. Im späteren Verlauf des Spiels habt ihr allerdings die Möglichkeit, hochwertigere Schatzkisten zu finden, also wo der Schwierigkeitsgrad, sie zu knacken, auch dementsprechend höher ist. Und je höher der Schwierigkeitsgrad ist, desto hochwertiger ist die Beute. Aus diesem Grund solltet ihr auf alle Fälle immer Dietriche in der Tasche haben und jede Schatzkiste, die ihr irgendwo seht, auch auf alle Fälle öffnen. Zum einen kann man die Sachen entweder verwerten, verkaufen
oder vielleicht auch benutzen. Und zum anderen trainiert ihr quasi euren Charakter, euren Skill. So, ich habe jetzt hier das nächste Schiffswrack gefunden. Kontrolliere jetzt nochmal, ob das in irgendeiner Art und Weise passt. Sieht schon ein wenig besser aus. Allerdings hat die Position nicht gepasst. Und jetzt habe ich ein drittes Schiffswrack gefunden, das sich so ein bisschen mit meiner Zeichnung deckt. Und jetzt könnt ihr das auch ganz wunderbar im Hintergrund sehen. Bild und das gemalte Bild hier vorne sind deckungsgleich. Also da passt jedes Detail, auch der Stein da hinten im Wasser ist zu sehen. Ich bin am Ziel angekommen. Jetzt ist natürlich die Frage, wo ist der Schatz? Ich habe das zum ersten Mal gemacht und war mir noch nicht ganz sicher, wonach ich suchen muss. Ich glaube, ich habe ein Kreuz auf dem Boden gesucht. Nein, Scherz beiseite, ich habe kein Kreuz am Boden gesucht. Ich habe also jetzt im Moment nach irgendwas Glitzerndem gesucht oder so. MMO-technisch gesehen bin ich da so ein bisschen ja betriebsblind aus anderen Spielen. Es muss erstmal glitzern, bevor ich auf irgendetwas reagiere. Ist hier natürlich nicht so. Das heißt, ich gucke nochmal, wo könnte denn dieser Schatz sein? Und bring nochmal beide Bilder deckungsgleich. Und stell dann fest, ja, hier sollte doch eigentlich jetzt der Schatz sein. Aber hier glitzert nichts. Ist ein bisschen doof. Dann allerdings ist mir eingefallen, dass es ja Gegenstände am Boden gibt, so wie Pflanzen oder auch Erze, die ja auch nicht glitzern, die ich dann aber, wenn ich rangehe, benutzen kann. Und da ist mir dann dieser Hügel hier aufgefallen. Und sieh da, den kann ich tatsächlich benutzen, sprich graben. Das mache ich dann auch. Und juhu, ich habe meinen ersten Schatz gefunden. Den braucht man nicht knacken, den kann man so öffnen. Und ihr seht, die Beute, die dort drin ist, ist schon relativ hochwertig. Zum einen natürlich eine ordentliche Hand voll Gold und dann Ausrüstung, die ich auf alle Fälle für meinen Charakter auch gebrauchen kann. Ich hatte jetzt Glück, habe eine Brust gefunden, eine Hose, ein Schwert und eine Axt. Habe die Sachen dann auch ganz schnell angelegt und habe meinen Char ja, ganz gewaltig dadurch gepimpt. Wo ich mir noch nicht hundertprozentig sicher bin, ist, ob die Dinge, die wir in diesen Kisten finden, mit dem Level, das wir haben, skalieren. Sobald ich das weiß, werde ich nochmal ein Video dazu machen und die Info auch rausgeben, weil dann könnte man natürlich die ein oder andere Schatzkarte eventuell aufheben für spätere Bereiche, wo man vielleicht auf gute Ausrüstung noch mehr angewiesen ist als jetzt hier quasi im Startgebiet. Ich finde noch mal eine Kiste. Das passiert, wenn man ja zu feste drückt, dann bricht einem der Dietrich ab und man muss einen zweiten Dietrich verwenden. Die Zeit läuft natürlich weiter runter. Ich habe da jetzt aus Versehen die Holzkiste im Hintergrund geöffnet. So, und jetzt seht ihr, da war jetzt auch noch mal wieder was Vernünftiges drin. Allerdings ist mein Inventar voll. Ich musste das dann erstmal leeren. So, jetzt kommen wir zum zweiten Punkt. Mit der Edition habt ihr natürlich auch die Möglichkeit, ein Pferd zu reiten, ohne es teuer kaufen zu müssen. Dafür geht ihr zu dem Reit- oder Pferdehändler eures Vertrauens in der nächsten größeren Stadt, zum Stallmeister, sprecht den an und sagt, ihr möchtet euch einmal in den Stallungen umsehen. Dort habt ihr dann die Möglichkeit, ein Pferd zu kaufen, so wie ihr das hier sehen könnt. Und zwar das Pferd, das zu eurer Pre-Order Edition oder zu der digitalen Edition gehört, könnt ihr hier für ein Goldstück erwerben. Es wird euch also nicht per Post zugeschickt, sondern ihr müsst euch das hier bei so einem Stall- oder Quartiermeister abholen. Zahlt dann ein Gold, das ist nicht viel. Was ihr auf alle Fälle dann auch sofort machen solltet, ihr solltet das Tier gleich beim ersten Mal füttern. Ihr habt da unterschiedliche Möglichkeiten, ihm oder es zu füttern. Das kostet jedes Mal 250 Gold und hat eine Abklingzeit von 2 Stunden. Ihr könnt dadurch euer Pferd skillen. Das könnt ihr allerdings auch nochmal, wie das genau funktioniert, euch anschauen in einem meiner anderen Videos, die ich vorher in der Beta gedreht habe. So sieht das Pferd dann aus. Ein ganz, ganz tolles Pferd. Was gab es noch mit unserer Pre-Order Edition? Da vorne dieses kleine, ja, komische Dingensbummens ohne Arme, aber dafür mit zwei riesengroßen Füßen. Das ist so ein Begleiter. Der wird euch per Post zugeschickt und den findet ihr in eurem Inventar wieder, nachdem ihr die Post geöffnet habt. Ich zeige euch das jetzt hier an dieser Stelle einmal. So, da unten sind die ganzen Haustiere, die ich bekommen habe, weil ich auch in der Beta gespielt habe und was weiß ich nicht alles. Ihr solltet euch unbedingt merken, dass diese Tiere nicht so wie in anderen Spielen erlernt werden und dann in irgendeinem Menü drin sind, sondern diese Tiere habt ihr immer in der Tasche. Wenn ihr sie also in den Tresor packt, könnt ihr sie nicht herbeibeschwören. Ich habe jetzt hier mal einmal so einen Affen ausgepackt, der ist auch ganz niedlich. Die Tiere, die ihr beschworen habt, bleiben trotzdem in der Tasche. Das heißt also, jetzt auch wo der Affe hinter mir herläuft, ist quasi ein Inventarplatz immer noch mit Affe belegt. Ist vielleicht nicht ganz so
gut gemacht. Andersrum. Vielleicht wird sich das irgendwann nochmal ändern, dass das irgendwie woanders mit reingepackt wird. Im Moment belegen diese ganzen Tiere halt Inventarplätze. So, dann die nächste Möglichkeit, die ich mit der Imperial Edition habe, ist, dass ich kaiserliche Rüstung tragen kann, beziehungsweise den Style der kaiserlichen Rüstung auf meine angelegte Rüstung anwenden kann. Wichtig ist, es geht nur auf Teile, die nicht weiß sind, sondern auf grüne, blaue, lilafarbene Teile. Dazu klickt ihr in eurem Charaktermenü auf den Ausrüstungsslot mit Rechtsklick und könnt dann auswählen kaiserlichen Style anwenden und schon verwandelt sich die angelegte Kleidung in diesen sogenannten kaiserlichen Style. Sieht ein bisschen besser aus als die 0815 Klamotten, mit denen man durch die Gegend rennt. Solltet ihr auf alle Fälle auch ausprobieren. Ihr müsst dafür also nicht zu einem Schmied oder sonst irgendwo. Ich für meinen Teil sage danke, dass ihr zugeschaut habt und ich hoffe, dass ihr auch bei meinem nächsten Video mit dabei seid. Teil 8. Ich weiß noch nicht ganz genau, was wir da behandeln werden. Allerdings auch wieder werden wir uns hauptsächlich mit Tipps und Tricks beschäftigen. Das heißt also irgendwelche Informationen, die euch im Spiel weiterbringen werden. Wie immer wäre ich dankbar für ein Like, noch dankbarer für ein Abo. Und ich würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin, alles Gute und ich hoffe, wir treffen uns bald im Spiel. Euer Impleit.